Seit Beginn der Corona-Krise ist das, was an den Aktienmärkten passiert, ja nicht gerade frei von Seltsamkeiten, muss man sagen. Und heute ist einer dieser Tage, der in gewisser Weise besonders seltsam ist, denn manche Aktienmärkte, manche Aktienindizes fallen, andere steigen. Wir sehen teilweise neue Allzeithochs, etwa bei den FANG-Aktien, bei Amazon. Wir sehen, dass Banken weiter massiv abverkauft werden, Nebenwerte in den USA massiv abverkauft werden. Der DAX hält sich heute relativ gut. Aber schauen wir uns erstmal an, was hier heute gespielt wird. Es sind vor allem zwei Faktoren, die hier relevant sind, die belastend wirken insgesamt. Einmal die wirklich katastrophalen Konjunkturdaten in den USA. Die Arbeitsmarktdaten waren etwa so katastrophal wie erwartet, muss man sagen. Und auf der anderen Seite das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, nämlich die Entwicklung in der Corona-Krise. Und hier sehen wir Deutschland mit einem Sprung wieder, sowohl bei den Infizierten als auch bei den Toten. Wir sehen, dass Spanien wieder neue Hochs erreicht, dass vor allem Singapur einen massiven Anstieg hat. Schweden, da geht es mit den Zahlen nach oben. Also Peak Corona nicht wirklich der Fall, muss man sagen. Da ist einiges offenkundig jetzt noch nicht überwunden, sondern die Kurve zeigt teilweise noch nach oben, hat teilweise auch noch sozusagen Folgewirkungen von Ostern nach meiner Theorie, dass da einfach vieles nicht gemeldet wurde. Heute zum Beispiel war an den Gesundheitsämtern deutlich mehr los schon wieder als gestern. Aber sei es drum. Wir sehen also, dass diese ganze Theorie, dass wir jetzt das Peak schon erreicht haben in Sachen Corona, offenkundig nicht der Fall ist. Es ist nach wie vor sehr viel Optimismus da, dass dieses entsetzliche Virus überwunden werden kann, eingedämmt werden kann, mit einem Impfstoff bekämpft werden kann, mit Medikamenten bekämpft werden könne etc. Herdenimmunität, all das sind diese Hoffnungsschlagwörter. Schön wäre es, wenn es so kommt, aber es zeichnet sich halt noch nicht wirklich ab und das haben die Aktienmärkte, manche Aktienindizes zumindest heute ein bisschen gespielt. Schauen wir uns mal die Katastrophendaten an aus den USA. Wir sehen hier oben die sogenannten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit um und bei 5,5 Millionen, in etwa so wie erwartet. Manche Prognosen waren noch höher, aber sei es drum. Wir sehen, dass die Continuing Claims, also die fortgesetzten Arbeitslosenanträge, gestiegen sind, aber ein Ticken unter der düsteren Konsensprognose waren, nämlich unter der 12 Millionen. Diese Continuing Claims, die werden immer wichtiger. Die fortgesetzten Anträge, also die Anträge von denjenigen, die schon zuvor arbeitslos waren und dann sozusagen fortgesetzt sich als Arbeitslose melden. Das wird immer wichtiger, weil wir daran sehen, ob auch wenn die Wirtschaft stückweise wieder aufmacht, ob diese Continuing Claims dann zurückgehen. Jim Bianco hatte auf diesen sehr wichtigen Zusammenhang gestern verwiesen. Und dann sehen wir hier den Philadelphia Fed Index mit einem Absturz, der so noch nie da gewesen ist. Minus 56 und ein paar zerquetschte. Totaler Kollaps der Neuaufträge. Die Unterkomponenten waren fast noch schlimmer. Also das ist jetzt nichts, was sozusagen ein Grund zum Feiern ist. In der letzten Woche hatten wir ja auch die katastrophalen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, aber just in dem Moment, als die Daten kamen, hat die Fed dann ihr 2,3 Billionen Programm verkündet und bums, die Aktienmärkte sind nach oben gegangen. Heute fehlt dieser Treiber, fehlt sozusagen diese Liquiditätsduselei und das ist eben einer der Gründe, warum es heute ein bisschen schwieriger ist. Dazu kommt, dass in den USA dieses Programm für Small Businesses, also für kleinere Unternehmen, offenkundig jetzt schon am Ende seiner Finanzierung ist. Man hatte 350 Milliarden Dollar zur Verfügung und zwei Stunden nachdem die Arbeitsmarktdaten kamen, die Erstanträge kamen, kam die Meldung, ups, das Geld ist alle und wer jetzt noch etwas beantragen will, der sieht dann dieses Fenster in seinem Rechner. Leider gibt es derzeit keine Möglichkeit mehr, dieses Programm zu beantragen. Das heißt, diejenigen, die es noch nicht gemacht haben, aus irgendwelchen Gründen, die werden jetzt auch erstmal kein Geld bekommen, bis dann dieses Programm irgendwie erweitert wird. Aber das wird wiederum sehr schwierig, denn Donald Trump hat angekündigt, den Kongress erstmal auszusetzen. Angeblich, weil es ihm nicht gelinge, neue Stellen in seiner Regierung zu besetzen. Das gelingt ihm schon seit Jahren nicht. Da sind viele Stellen vakant. Das ist ein etwas seltsames Argument. Jedenfalls kann ohne Kongress eben auch ein solches Programm nicht beschlossen werden. Simple as it is. Und das ist für manche Firmen in den USA vielleicht eine so schreckliche Nachricht, dass sie dann
ihre Existenz verlieren. Schauen wir uns mal an, was die Amerikaner eigentlich so durchstehen können. Jetzt nicht die Firmen, sondern die Amerikaner als Privatpersonen sozusagen. Hier sagen 23%, dass sie ohne diesen Scheck jetzt nicht mehr bis zum Monatsende kommen. Also fast ein Viertel. 32% sagen, naja, ein Monat könnte es sein, aber vielleicht ein Ticken weniger. Also hier schon mal 56% nach meinem genial mathematisch veranlagten Gehirn sind nicht in der Lage, praktisch einen Monat komplett durchzustehen ab jetzt. 11% sagen 3 Monate, 5 Monate sagen auch 11%, aber es ist die Minderheit. Das heißt, den Leuten, denen steht das Wasser dann relativ schnell bis zum Hals in den USA. Und wenn es nicht gelingt, die schnell zu alimentieren, dann wird es ziemlich finster. Wie soll das aber gehen, wenn Trump den Kongress aussetzt? Das ist eine Frage, die wirklich sehr ernsthaft ist. Schauen wir uns mal an, aber was an den Märkten passiert. Und das unterscheidet sich so ein bisschen von dem, was in der Realität passiert. Aber das ist reinster Zufall, meine Damen und Herren. Das ist natürlich, normalerweise sind das ja auch zwei Welten, Finanzmärkte. Nicht? Das ist praktisch wie so ein virtuelles Computerspiel. Und das andere ist die Realwirtschaft. Das sind so die Sachen, die eigentlich nicht so wahnsinnig interessieren an den Finanzmärkten. Wir sehen jedenfalls, dass die Finanzmärkte sich besonders für Tech-Werte interessieren. Wir sehen, dass die FANG-Aktien wieder mal massiv steigen. Wie gesagt, Amazon seit Mitte Februar, jetzt Mitte März, mit einem Anstieg von 40%, das ist schon außergewöhnlich. Keiner stellt sich die Frage, ja schön und gut, klar, Amazon ist besser aufgestellt als viele, viele, viele andere. Aber was passiert denn, wenn die Leute dann nicht mehr das Geld haben, bei Amazon einzukaufen eigentlich, zumindest in den USA? Auch woanders wird das ein bisschen schwieriger. Schauen wir uns hier mal die Werte an, die in den USA besonders gut laufen. Mindestens 10% diese Woche gestiegen. Eine Tesla, großartig. Einer der mit Sicherheit interessantesten, zukunftsträchtigsten Werte, die sehr, sehr günstig sind noch dazu. Kleiner Scherz am Rande, heute in einigen Kommentaren. Man würde nicht merken, wenn ich von Ironie zu nicht mehr Ironie wechsle. Deswegen will ich es ab jetzt einmal ein bisschen betonen. Wir haben dann eine Amazon natürlich. Wir haben auch eine Netflix, die hier deutliche zulegen kann. Amazon mit neuem Allzeithoch, Netflix mit neuem Allzeithoch, Dollar General mit neuem Allzeithoch und dann auch Pharma-Werte stark, Eli Lilly und Abbott Labs. Also es sind Pharma und Tech, die heute gut laufen. Schauen wir uns mal an, was nicht so gut läuft. Das sind nämlich die Banken. Heute schwache Zahlen von Morgan Stanley. Und Sven Hendrik sagt hier völlig richtigerweise, ja, die spielen irgendwie ein Spiel, so wie vor der Corona-Krise. Wir gehen alle schön in Tech und sehen das als Safe Haven, während die Small Caps und die Banken eben abverkauft werden. Das ist sozusagen nochmal so, wie kann man sagen, die Reflex Rally aus der Vor-Corona-Krise. Wir machen einfach so weiter wie bisher. Nicht wahr, da fällt der Atombombe ein bisschen auf unseren Kopf, aber das ist egal. Wir merken das nicht so richtig, gell? Wir verdrängen das einmal kurzfristig und dann sehen wir, wie krass auch etwa beim Nasdaq 100 die Differenz zwischen den Gewinnerwartungen ist, die weiter abgesenkt werden, aber die Kurse steigen trotzdem. Und wenn in der unteren Grafik sehen wir das Verhältnis etwa zwischen dem Nasdaq und den Small Caps fast auf einem neuen Allzeithoch. Insgesamt, hier sehen wir die sogenannten Global Earnings Revisions Index, ein Index der Citigroup. Das zeigt, dass wir jetzt so um und bei auf dem tiefsten Punkt der Finanzkrise sind, was diese Gewinnrevisionen betrifft. Also da ist einiges in der Mache. Gleichzeitig aber herrscht großer, großer Optimismus nach wie vor an den Märkten. Hier zum Beispiel Craig Johnson von Piper Sandler sagt, ja, also der S&P 500, der kann in diesem Jahr und wird in diesem Jahr auf 3600 Punkte steigen. Ist ja nicht ausgeschlossen. Es ist nicht wirklich so, dass das völlig unmöglich ist. Wenn das mit dem Corona irgendwann ein bisschen besser werden sollte und dann diese Liquidität reinkommt, dann ist das ja durchaus möglich. Aber es zeigt eben, dass der Optimismus sehr groß ist. Wir haben kaum Bären am Markt, außer hier das erste Mal, dass ich aus den USA eine wirklich bärische Analyse gehört habe. Hier Elliott Management von Paul Singer, der sagt, also die Aktienmärkte könnten vom Februarniveau, also praktisch von den Allzeithochs, mindestens 50% nochmal runter korrigieren. Was haben wir noch? Apropos Hedgefonds, die hat es ziemlich erwischt. Der durchschnittliche aktivistische, also etwas aktiver gemanagte Hedgefonds hat 33% im ersten Quartal verloren. Das ist eine Menge Holz, wenn man überlegt, welche Gebühren die Kunden dieser Hedgefonds abdrücken müssen. Aber schauen wir uns mal an, was in die Charts eigentlich so passiert. Was wir hier sehen, ist der Dow Jones.
der hier sich einigermaßen noch gut halten kann. Ist das ein Doppelboden hier im kurzen Zeitfenster, den wir sehen, die Charts von Capital.com? Das wird sich zeigen. Jedenfalls heute Nasdaq stark, den schauen wir uns gleich mal an. Da sind eben diese Highflyer drin, eben wie Amazon etc. Und da sehen wir, der ist durchaus bullisch unterwegs. Der DAX geht so einen Mittelweg heute, kann man sagen, zwischen Nasdaq und den anderen Werten, kleineren Werten in den USA. Da sind wir jetzt bei 10.250, so mehr oder weniger unverändert hält sich der DAX, obwohl die Corona-Zahlen in Deutschland heute nicht wirklich gut ausgesehen haben. Was macht Euro-Dollar? Ist ein bisschen zurückgekommen, jetzt 1,0842 Gold, hantiert aktuell bei 1.715, war heute Morgen schon im Videoausblick bei 1.715, also da tut sich nichts. Auch wenn es mal zwischendurch rauf und dann wieder runter geht und das amerikanische Crude Oil mit dem Versuch einer Erholung, nachdem man auch heute wieder doch deutlich hat, federn lassen müssen. Also das ist die Situation. Auf der einen Seite so dieses Vor-Corona-Reflex-Verhalten der Märkte. Tech ist der sichere Hafen. Normalerweise ist es aber kein gutes Zeichen, wenn die Banken nicht mitziehen. Das kann nicht funktionieren. Das hat normalerweise in der Vergangenheit nicht funktioniert. Erst wenn die Banken wirklich sich erholen, dann haben wir wahrscheinlich den Boden gesehen. Davor eher nicht. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.